Einen wunderschönen guten Tag bei euch hier draußen, liebes Internet. Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve. Wir spielen heute für euch The Vanishing of Ethan Carter Redux. Bei mir ist der Bezaubernde, der die Landschaft malende, der Bob Ross inspirierende Benny. Woo! Hallöchen. So, und wir wollen ja nicht danken. Wir starten das neue Spiel. Dieses Spiel ist eine narrative Erfahrung und nimmt dich nicht an die Hand. Bitte? Echt? Echt? Es gibt kein Tutorial? Nein! Kein Tutorial, kein nichts? Nee. Carter, I didn't know. But he knew who I was. When the police won't help you and the priests don't believe you, you call on Paul Prospero. You call on me. If you're a kid like Ethan, you're right. Plenty do. Ethan's letter started out just like any other fan mail. But soon there were mentions of things no little boy should know about. There are places that exist that very few people can see. Ethan could have drawn a map. I hadn't entered Red Creek Valley yet, but already I could feel its darkness reaching out for me. Finding Ethan Carter wasn't going to be as easy as knocking on his door. I was too late for that. To find Ethan, I had to figure out what this place was trying to hide from me. Ja. Aha. Okay, also wir sind Paul? Ja? Mhm. Paul Prosperous? So würde ich verstehen. Und ich muss schon mal sagen, die Grafik ist schon mal super geil. Das stimmt. Oh, schön smooth. Ja. Schön smooth. Und wir sind jetzt einfach hier, hey, wandert ihr kommen, ja? Wir sind, ich sehe hier keine Haltestelle. Wir sind also hier die Bahnschienen langgeschlendert. Richtig. Und du darfst jetzt gucken, beziehungsweise nicht gucken, sondern du musst ja wahrscheinlich einfach ja, hier umschauen. Ich muss mal ganz kurz erstmal gucken, wie die Steuerung auf dem Pad ist. Schön. Kann ich sterben? Kann ich jetzt hier runterstürzen? Nee, ich glaube. Oh, dann guckt euch das mal an, ey. Weiß ich gar nicht, ob du sterben kannst. Aber die Aussicht sieht einfach mega aus. Also da. Oh, schön. Da eine Runde campen mit so einem kleinen Lagerfeuer. Benni, du weißt, wie das mit dem Campen. Das haben wir jetzt letztens erst bei Outlast 2 gesehen. Wie schnell irgendwie bei Nacht so was scheiße sein kann. Irgendwie, dann ist es nicht mehr so schön hier. Ja, bei Nacht, aber jetzt so am Tag sieht doch schon sehr nice aus. So. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier kein Tutorial. Ich laufe jetzt hier einfach mal irgendwie lang. Ja, also halt erkunden, ne? Mal gucken, wo du überall hinkommst. Oder was du halt entdeckst. Kann ich, ja, okay, kann ich sterben? Wie gesagt, ich glaube nicht. Fühlen? Fühlen? Was? Sieht das schon gut los? A halten. Okay, was ist das? Sind es gegebenenfalls Erinnerungssachen, die du freischaltest? Was kann ich da jetzt machen? Kann ich irgendwie damit interagieren? Nee, ich glaube, also, du musst... Also wenn ich jetzt loslasse, ist es weg. Genau. Ich glaube, du musst dich weiter umschauen, um weitere solche... Also jetzt, ich hoffe nicht, solche Fallen zu finden, aber ja, also... Was ist denn überhaupt für eine Falle, Alter? Wer baut denn hier so eine Falle hin? Das ist gerade das Spiel gerade gelobt, dass es so schön idyllisch ist. Und schon wieder sowas. Das ist hier... Oh, guck mal, man kann auch... Kann ich... Was denn? Die Falle genauer ansehen? Hm. Ja, du kannst nur die... Und dadurch vielleicht etwas? Nee, kann man auch nicht. Okay, alles klar. Gut, aber ich gehe mal zurück zum Weg. Aber ja. Herr Junge schreibt auch gerade von wegen, in diesem Spalt, den wir gerade gesehen haben, waren da Knochen zu sehen? Spalt? Also, wenn du das anguckst mit A, dann macht sich doch da diese Silhouette auf, ja. Sag ich jetzt mal. Ja. Ich hab da auch Gebeine erkannt. Hier unten. Ja, ganz deutlich. Ach du Scheiße, da ist ja auch ein Brustkorb rechts. Ja. Gott. Und nicht nur einer. Ja. Also, ich sehe da mehrere. Hat eigentlich die Perspektive damit zu tun, wie ich gucke? Nee, ich glaube, das ist wie so eine Art Puzzleteil. Okay. Wahrscheinlich. Na gut. Dann laufe ich jetzt mal zurück zum Weg. Also wirklich, wer baut denn hier so eine Falle hin? Oh, hi. Da muss ich ja richtig aufpassen irgendwie. Ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass die Fallen hoffen. Also ich hoffe mal, dass die keinen Schaden verursachen können. Wäre ja heftig, wenn er dann auf einmal so zack, volle tot. Spiele von vorne wieder.
Post-Death. Auch schön ohne Savepoint dann wahrscheinlich, so Souls-like. So, hier sind ein paar Steine. Oh, hier ist die Brücke. Okay. Mann, das sieht aber wirklich alle Ciao aus. Kann man nicht anders mecken. kann man nicht anders sagen. Mecken. Bridge Close. Ich weiß jetzt nicht, wie ich auf Mecken gekommen bin. Tatsächlich. Weiß ich nicht. Psychosomatischer Aussatz hier. Valley. Seemed like a quiet, ordinary place. I've learned two things in my life. No place is truly quiet, and nowhere is really ordinary. Ethan warned me about that. Warned me not to be fooled by what I saw here. He didn't need to worry. I'd worked dozens of cases, hundreds. This would be my last one. Already I knew that. Sind wir Detektiv? Ich habe ihn jetzt eher so irgendwie, wenn Kids nicht weiterkommen, schreiben die mich an. Das klingt eher wie so ein Pseudo-Radio-Star oder irgend sowas. Ja, aber kann ja sein, dass wir, also wer Detektiv, ich weiß nicht, ob wir ein Detektiv jetzt wirklich sind, oder wenn ihm halt wirklich Kinder anschreiben, dass er so möchte gern Detektiv ist, so nach dem Motto. Naja, aber, also, ich weiß nicht, ja, also, sind so möchte er Detektive bei Kindern bekannt? Ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch einen Podcast, wo er irgendwie Detektivgeschichten erzählt und die schreiben ihm dann irgendwelche Nachrichten so von wegen, ich hab einen Freund, der hat mir mal erzählt, dass er bei seinem Onkel irgendwas verloren gegangen ist. Ach so, du meinst, er ist hier so ein Dr. Sommer-Team oder was? Typ. Ja, quasi, sag mal, siehst du da vorne die Blutspur? Oh, was, Alter? Was sind Titte? Blut, Tier, Mensch? Unfall, Mord. Mord? Hobelwelle. Okay. Frische Kratzer, kürzlich benutzt. Aha. Kurbel. Kurbel. Okay, das Kurbel. Wir brauchen anscheinend eine Kurbel. Oder ja. Okay. Muss ich jetzt hier irgendwie. Ich glaube, wir müssen erstmal. Okay, wo ist hier Kurbel? Ist irgendwo am Fluss? Irgendwo am Fluss bei dem. Guck mal, warte mal, ist da hinten die Brücke? Nee, die Brücke ist es nicht. Nee, ich wo bin ist ja mal, ich hab grad den Zug gesehen. Ich glaube, wir müssen zurück. Meinst du? Na, warte mal, wenn's jetzt hochgeht. Ich bin der Meinung, da oben war kurz der Zug zu sehen. Jetzt, pass auf, Achtung, oben auf dem Kamm. Also quasi da, wo wir jetzt denn stehen, oder wie? Da ist da nicht der Zug? Nee, das sieht aus eher wie eine Haltestelle. So, eine Haltestelle? Ja, so überdacht. Wir sind hier über die Bahnschienen angeschlendert gekommen. Also quasi. Ich glaube nicht, dass wir da zurück müssen. Ist. Ich glaube, wir müssen in die andere Richtung. Da wo. Weißt du? Weil hier, guck mal, hier, wenn du geradeaus guckst. Also, ist auch geil. Jetzt weiß ich, was du übrigens meinst mit, ich zeige auf dem Bildschirm. Ja, nee. Rechts weiter, weiter rechts. Ja. Da hinten siehst du diese Mauer? Und wenn du dir das jetzt gleich nämlich nochmal anguckst, die sehen wir nämlich auch in der Blende, da wo die Kurbel versteckt ist. Achso, du meinst also da hinter dem Felsen irgendwo, so über die Linie richtig, quasi. Richtig. Okay. So, ich würde jetzt hier mal betreten. Okay. Ich gehe mal von aus, wir können wahrscheinlich eh noch nichts machen, weil uns fehlt die Kurbel. Mal trotzdem mal gucken, ne? Was ist hier los hier? Ausschalten. Aber Kai, du bist doch ja nicht angeschaltet, oder? Aber ich schalte mal aus. Don't push the red button! Ey, Stevie und... Irgendwelche Knöpfe drücken, verstehst du? La 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 la. Na, wie so ein Kind, wa? Irgendwie kletterst du irgendwas drin, irgendwas ruinenartig und erstmal ein bisschen rumspielen. So macht das Kinder nun mal. Ja, ist. Hast du das nicht so gemacht? Ja, doch, aber ich wurde meistens dann von meiner Mutter zurückgepfiffen und dann. Ja, ich seh deine Mutti hier nicht. Von daher kann ich ruhig noch Knöpfe drücken. Gruß erstmal an Bennys Mutti hier. Hey, hi! So, ich guck mal ganz kurz hier auf der anderen Seite nochmal. Aber. Was ist denn das überhaupt hier? Irgendwie. Ist das wirklich so ein kleiner Transportblock? Okay. Als ob irgendwie Material. Guck mal, hier ist eine Straße. Nein! Hat der hier irgendjemand auf der Straße weggeklatscht? Das würde natürlich Sinn machen. Ach, du meinst wegen dem Übergang da. Aber wo ist die Leiche? Hier, also, dann müsst ihr doch irgendwo. So. Wollen wir jetzt hier runtergehen oder soll ich hier lang gehen, Benny? Du bist der Spielende, such's dir aus. Oh, du bist mir wieder eine Hilfe. Ja, du. So, was gucke ich erstmal hier? Mangt dem Sauer anfahren? Aber hier ist, glaube ich, eine Straße. Wer baut denn hier eine Straße hin? Also, naja, wahrscheinlich sind hier irgendwann mal ein, zwei kleine Felssteinchen runtergefallen und die Straße ist seitdem blockiert. Gibt's hier noch was zu sehen?
Ja. So, okay, warte mal, war hier was? Nee. Na. So, Chat, ihr müsst mal sagen, wenn es euch ein bisschen zu ruckelig wird, dann versucht ihr ein bisschen smoother zu machen. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Oh, oh. Ein Seil? Ja. Strüppe? Als ob jemand... Zerschnittene Fesseln. Was ist auch eine zerschnittene Fesseln? Gebunden. Kein Blut? Seil. Okay. Ja. Kann ich Seil irgendwie... Kann ich mit Seil interagieren? Achso, meinst du wegen mitnehmen? Na, ja, na, achso, bei der Kurbel hat sich das ja erst alles so eingetrieselt, war? Das hat ja alles so rumgeschwebt. Und das ist jetzt einfach nur Seil. Na, du bist jetzt einfach nur da, anscheinend. Okay. Also ein Hinweis, dass hier ein Seil, was zerschnitten wurde, aber gebunden, so als ob... Oh. Okay. Als ob jemand ein... Okay. Oh, ey, Benni, was dir sagt, ist verzoftet. Reste der Leiche? Oh, Blutspur. Das sind übrigens zwei Füße, also Beine, ne? Oh, Opfer weggekrochen. Abgetrennte Beine. Na, schau, Benni. Danke. Schau. Ganz ruhig, ganz, ist ganz total entspannt. Nee, ist nicht so schlimm. Abgetrennte Beine! Das ist auf jeden Fall nicht so schlimm wie Outlast, glaube ich. Nö. Überhaupt nicht. Abgetrennte Beine! Ich würde jetzt mal der Blutspur folgen. Okay. Schön. Blut von Beinen, Blut von. Wer ist es denn? Wir brauchen da Schädel. Todesursache. Kopftrauma, Blutverlust. Ich würde mal Blutverlust eher tippen. Berühren. Berühre ihn doch mal, Stevie. Ja, mit so einem Stock so. Nee, ich glaube, du berührst ihn jetzt so richtig, ne? So. Wollt ihr mal eine Leiche sehen? Okay. Und soll irgendwas bewegen? Nee, versuch. Ich drücke schon wie ein Wilder auf den Analogsticks. Warte mal, nimm mal eine andere Position ein. Noch nicht. Todesort von dritte Person. Gestört mit der Zeit. Okay. Na, die fehlen wahrscheinlich noch weitere Hinweise, um alles aufdecken zu können. Okay. Also so würde ich das jetzt immer interpretieren mit den Dingern halt. Okay. Was ist denn eigentlich da für ein Schild, was da am Baum hängt oder liegt? Nee, nicht an dem, an dem anderen. Da liegt irgendwas an dem Baum. Siehst du das da? Alter, wie hast du denn das gesehen? Nee, das hat mich gerade völlig irritiert. Dieses Under Construction. Under Construction. Okay. Warte mal, vielleicht liegt hier unten die Kurbel. Oh! Ja, stimmt. Das könnte ja theoretisch eigentlich so sein, oder? Na, wenn wir jetzt hier runter. Position her. Zum Fluss kommen, genau. Wenn du jetzt nach oben guckst, müsstest du jetzt. Genau, guck mal da hinten. Dein Zug, da rechts. Jetzt zeige ich schon wieder auf dem Monitor. Ey, es ist ja schlimm als Zusehender. Benni, du Genie! So, dann geh hier mal hier runter jetzt her. Dann müsste das ja hier unten irgendwo liegen. Ja, ist nur die Frage, wo. Na, hier, würde ich fast sagen, wa? Oder? Oder hier vorne? Irgendwo. Ja, da ist er. Hooray! Wir haben die Kurbel. Und nehmen. Schön. Ist auch schön. Mutti stimmt dir auf jeden Fall richtig zu mit, ja toll, Soft-Horror, haben sie gesagt. Nicht so schlimm, haben sie gesagt. Ja, eben, war, oder Mutti? Ich sehe tatsächlich gerade den Chat nicht. Irgendwie, ansonsten blickst du so abgelenkt. Irgendwie. Benni muss sich heute komplett um den Chat kümmern. Ja, das mache ich gerne. Dafür, dass ich dann heute mal nicht spielen muss, weil ich das liebe gern. Ich würde ja mal hier so ein, an dem See irgendwie würde gerne mal so einen Stein flippen lassen. Also. So flitschen. Ja? Flitschen? Du nennst es Flitschen? Ich nenne das Flitschen. Also. So einen flachen Stein und dann so. Flippen und nee, flitschen. Flitschen lassen. Wer sagt flitschen? Wer sagt. Was sagst du? Flippen? Weil ich flippe ihn doch nicht. Also ich. Na klar, natürlich. Er flippt doch über das Wasser. Wenn, dann hüpft er erstmal übers Wasser. Ja, das ist der korrekte hochdeutsche Fachterminus dafür. Das mag wohl richtig sein. Ja, aber was ist denn flippen? Flippen ist für mich, dass er sich um seine eigene Achse dreht. Das wäre für mich ein Flip. Na, was ist ein Flitsch? Ein Flitsch ist so. Flitsch ist Umgangssprache. Ja, ich möchte ihn nicht berühren. Sollen wir jetzt erst zu den. Ja, das wird. Aber sollen wir jetzt erst zu dem Zug zurück? Also, Herr Junger schreibt auf jeden Fall: Kurbeltime! Zurück zur Lok und schon ist die Leiche vergessen.
Ja, tatsächlich, ja. Der Spieltrieb ist hier weg. Na gut, dann nehmen wir halt zurück zur Lok, ne? Ich frag mich, was... Also, meinst du wirklich, du kriegst sie noch an, die Lok? Ja. Naja, die, prinzipiell sieht sie noch funktionstüchtig aus. Also, ist jetzt natürlich jetzt eine Deutsche Bahn-Style, wa? Also, so sehen die doch alle aus. Na dann. So. Wiederholt drücken. Yay! So, der Lack ist auch so, wir haben schön Krakelierlack hier drauf. Hm. So. Und B treten. Okay. Und jetzt am besten den Ausschaltknopf einfach drücken, damit du wieder kurbeln musst. Nein. Oh Gott, die fährt ja wirklich noch. Warte mal. Schub, schub. Ein Kindheitstraum wird wahr. Aber warum sollten die jetzt, wo sollt ihr hinfahren? Ja, das weiß ich ja nicht. Also, warte mal, sollt ihr über das Seil fahren, damit ich das Seil bekomme? Weiß ich, also, nee. So, jetzt feig über die Beine rüber. Ist mir unangenehm. Oder musst Sorry. Du die... Oder musst du die komplett zurückfahren, um den Unfall nachzustellen? Wie zurückfahren? Ja, zurück, so weit wie du kannst quasi. Also du kannst ja nur noch bis da hinten, das geht ja, mehr geht ja nicht, da sind ja auch Steine. Ich halt noch ein bisschen Loch, ist ja kein Problem, das mach ich ja gern. Vor allem hier hinten geht's ja auch. So, okay, das scheint es gewesen zu sein. Okay. Und verlassen. Verlassen, na, ist ja Tutti. Ey, aber jetzt mal ohne Mist, irgendwie, wo kam denn jetzt diese Lok her? Irgendwie, hier ist ja nur alles im Arsch, irgendwie. Ja, vor allem auch, weil da gar keine Schienen sind. So, aber was hat uns das jetzt gebracht? Wir haben jetzt die Lok hier hingefahren, ich würde mir gerne noch mal das Seil angucken. Nee, warte mal, was ist denn das hier vorne mit untersuchen? Oh, ein Koffer? Nee, ein Benzinkanister. Benzin, Diesel. Okay. Eingelassen. In Eile. Kanister. Und dann kannst du noch mal was untersuchen? Vertrocknetes Gras. Ja, das sieht ja alles nicht so frisch aus hier in der Mitte. Rechteckig. Was? Lok von der Brücke. Ah, ach so, du musst die Lok dahin bringen. Okay, dann fahr sie mal wieder nach vorne. Warte mal, soll ich jetzt hier erstmal... Was denn? Hier irgendwie... Nein. Lok. Okay, alles klar. Gut. Okay. Währenddessen sage ich dir mal, dass Herr Junger schon schreibt, ich sehe schon das Video-Thumbnail vor mir mit Lokführer Steve. Dup, schub. Achso, warte mal, ich muss erstmal starten, ja. Nee, du musst die Kurbel machen. Nix starten, kurbeln. Kommando! Wieder raus und schön anlassen. Oh. Dann versteht die Startenoption nicht. Aus, hoppi, hoppi, hoppi. Auf geht's. So. Nicht so heute Stelle. Los, Kali. So, dann fahr ich jetzt hier die Lok hin. Genau. So. So. Oder? Was sagen wir? Passt es? Also du kannst ja auch. Meinst du? Verlassen. Ja. Ich lass mal die Lok noch an. Ja. Okay. Was war das für ein Geräusch? Irgendwas. Haben wir jetzt irgendwas richtig gemacht? Achso, meinst du, wie so eine Art. Jawohl doch, die Lok müsste aber richtig stehen, oder? Könnte man ein bisschen weiter nach vorne? Achso, die hat hier die ganze Zeit gestanden quasi. Deswegen hier das vertrocknete Gras. Haha! So. So ein Mückenschiss nach vorne. Jetzt geht's los. Millimeter für Millimeter. Ja, genau. So, okay. Dann würde ich jetzt mal ausmachen wieder. Ups, ups, ups. Die Musik sehr schön. So, okay. Aber was haben wir jetzt gerissen? Genau. Wenn ich gehe nochmal zur Leiche, vielleicht wird er jetzt mehr aufgedeckt. Weil wir ja jetzt anscheinend irgendwas schon fertig haben. Vielleicht sehen wir jetzt ja mehr von ihm. Okay, 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 okay. Gut. Ja. Ah. Tatsache. Aber wir haben noch nicht alles, weil ansonsten, glaube ich, würde er alles uns zeigen, oder?
Naja, also auf jeden Fall ist es schon mal mehr. Die Frage ist, wo finden wir, also so, warte mal, war er jetzt hier festgekettet oder festgeschnürt mit dem Seil? Kann ich jetzt mit dem Seil irgendwas machen? Nee. Was ich jetzt gerade ein bisschen irritierend finde, ist, dass jetzt irgendwie das... Was ist denn das hier Kanister? Links daneben? Guck mal ganz kurz den Kanister. Nee, den kann ich nicht anfassen. Links daneben? Was meinst du jetzt links hier daneben? Rechts? Warte mal, rechts. Nee, noch weiter rechts. Also, da nicht, sondern... Achso, das ist einfach nur ein Bau. Was ist das denn? Hier, was ist das? Was ist denn das? Ein Stein! Ist aber blutverschmiert. Wie hast du den jetzt gesehen? Ich hab den gar nicht, ich hab den Stumpf, der sah aus wie Gepäck. Weißt du, dieser Baumstumpf, und da dachte ich mir, geh mal dahin, weil das für mich aussah wie Gepäck und nicht, dass da ein Stein liegt. Immer nur, wenn du so dran vorbei huschst, sieht es aus, als ob da irgendwas aufgestapelt einfach nur ist. Okay, warte mal, wir haben jetzt den Stein. Er hat ja gesagt Kopftrauma. Hat er vielleicht den Stein auf die Übel bekommen? Ja, wir können ein bisschen mehr sehen, oder? Können wir mehr sehen? Ja doch, wir können jetzt mehr sehen. Okay. Aber was ist denn... muss ich jetzt gucken, ob der Stein passt? Na, boah, bitte nicht! wenn ich guck dich da nochmal... Wir waren ja jetzt hier links noch nicht neben dem Baum, also hinter dem Baum. Weil ich lasse jetzt den Stein erstmal flippen. So, links neben dem Baum. Nee, ja, der falsche Baum. Also, du läufst gerade in die andere Richtung, aber gut. Ja, ich bin tatsächlich versendet hier eigentlich. Achso, ist einfach nur so ein Schnüselpüsel. Haben wir hier vorne noch irgendwas? Ja, das ist so nennt man das. Das ist der Fachterminus, ich verstehe. Das ist der Fachterminus. So, das heißt, war er festgekettet hier? Festgebunden. Ja, aber dann muss er sich ja befreit haben, weil wenn er da festgebunden wurde, aber da hinten die Beine abgetrennt wurden und das ganze Blut da ist, muss er sich ja wahrscheinlich vorher befreit haben, oder nicht? Lag vielleicht irgendetwas unter der Lok? Oh. Ja, das ist... Nee. Schade, wäre schön gewesen. So, kann ich denn jetzt hier noch irgendwie? Nee, jetzt auch nicht irgendwie weg. Nee. Vorne noch irgendwas? Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Eine Fahrkarte oder eine Briefmarke oder eine Münze? Fahrkarte? So, also, es ist relativ klar, die Beine wurden durch die Lok abgetrennt. Er hat sich noch weggeschliffen. Und hat aber ein Schädeltrauma. Also muss er hier entweder an den Blutverlust gestorben sein, oder er hat hier nochmal ein Ding auf die Birne gekriegt. Ja, und was ist, wenn jetzt hier und aber jetzt hier nach links gehst, genau? Achso, dann kommen wir einfach nur da hinten. Dann kommen wir wieder hoch, ja. Wieder hoch. Bei unten, können ja unten. Aber warum war denn unten die Kurbel? Also warum liegt die überhaupt da unten? Oder lag die da unten? Na, nicht, dass hier irgendjemand runtergeschmissen hat. Der Zugführer. Irgendjemand muss ja den Zug gefahren haben. Oder? Der hat das Ding dann einfach so nach dem Motto... Warum auch immer. Ist die Kurbel weg, war der Zug nicht, oder was? Genau. Aber hier geht's ja auch nochmal hoch. Hier geht's auch nochmal hoch. Ich würde mal ganz kurz hier unten nochmal gucken. Ja, klar. Ja, vielleicht finden wir ja dann noch weitere Hinweise. Ein Notizzettel oder so. Hat denn der Chat irgendwelche Ideen? Irgendwelche Thesen? Nein, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt gucken wir dir beide oder alle gesamt zu, wie du hier das Terrain erkundest. Okay. Gut, dann hier geht's hier mal hoch. Oder? Ja. Weil dann müssten wir dahinter rauskommen, hinter dieser Absperrung. Genau, hinter hier, richtig. Mann, hier ist aber auch eine Klamotte runtergekommen, ey. Mein lieber Herr, die schienen anscheinend weiter. Aber ich glaube, dass wir... Nee, ich glaube, hier werden wir nicht die weiteren Infos finden. Ich glaube, hier ist komplett neues Terrain. Ich glaube, ist das schon too far away, oder was? Ich glaube, ja. Der Junge schreibt, wir schauen Holmes und Watson bei der Arbeit zu. Und Mutti schreibt, wir verfolgen voller Spannung, was passiert. Also gibt's keine Tipps. Sondern keine Tipps. Wir sind heute auf uns gestellt. Also nicht ganz, aber... Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist ja... Wenn man halt ein bisschen knobeln muss, irgendwie ist es... Oh, ach nee. Nee, das ist ja noch die... Ich dachte die... gerade, oh, warte mal. Aber ich laufe jetzt hier mal hoch. Vielleicht liegt ja hier irgendwas auf dem Weg. Fußspuren oder irgendwas. Würde ich ja schon was ist geil finden. Was ist denn das für ein Steinhaufen da? Da ist ja so ein Schild, genau. Hiesen hier. Hier, das do ist not enter. Do not enter. Du darfst... Oh, was ist das hier? Ah, guck mal, hier ist der Stein her. Abdruck in der Erde. Frischer Schmutz. Aber den Stein haben wir doch da hinten bei diesem Staum... Okay, er passt.
Kannst, öffnet sich jetzt hier irgendwo ein Portal? Er hat den Blutstein eingesetzt. So, warte mal, dann gucken wir hier nochmal, wenn ich gerade hier bin, irgendwie. Ja. Ob ich hier noch irgendwas finde? Hm. Wie ist denn das bitte passiert? Dann ist der... Wie kommt denn der Stein von da gegen den Kopf an den Baumstumpf? Naja, also, jemand hat von hier den Stein genommen, würde ich sagen. Ja, ja. Und dadurch, dass ja da Blut dran ist, wird er den wahrscheinlich aufs Köpfchen gehauen haben. Dann geht mal hier hoch. Achso, willst du nicht gucken, ob du jetzt schon mehr siehst von der, bei der Leiche? Weil wir haben ja jetzt wieder einen weiteren... Okay. Weil vielleicht... Kann ich hier irgendwas verpassen, wenn ich irgendwie zu weit laufe? Ich schätze mal, dass wir dann also wenn wir das nicht lösen, dass wir nie erfahren, was mit ihm passiert ist. Aha. Okay. Oh, okay. Was ist das? Seine Seele? Hat er 4 Seelen in sich? Na, wir haben jetzt 4 Sachen gefunden, glaube ich, oder? Oder 5? Wir haben den Stein, das Seil, die Lok, den Kanister. Okay. Wie who are you? Ist das der Zugführer hier? Der Lokführer? Zugführer. Kann ich hier jetzt interagieren? Also er hat die Kurbel in der Hand? Stimmt. Oh, mich was verschluckt. Dann wenn nicht, geh mal zu den anderen Punkten, weil... okay. Ist das Ethan? Ethan! Ethan Carter? Der ist der Junge. Ja, gute Frage. Der Sohnemann? Okay, gucken wir mal die anderen Spots an. Wird uns dadurch die Geschichte jetzt erzählt, oder was? Ich würde sagen, ja. Ja, guck mal an. Na, dann fangen wir beim Stein an, weil den Stein hat er hier ja schon in der Hand, wie ich sehe. Hier, der Johnny. Weil er müsste ja von hier aus müsste ja die Geschichte anfangen, oder nicht? Weil er nimmt den Stein. Und geht zu ihmchen und haut ihm den Stein gegen den Kopf. Warum? Genau, hier hat er den Stein in der Hand, hier gibt es ja schon ein Gespräch. Gib mir eine Fahrkarte, ich hab keine Fahrkarte. Guck dir leider ein paar auf den Kopf kloppen. So, was haben wir hier noch? So, ja, ich hab Nasenbluten bekommen und... Das war heftiges Nasenbluten. Das ist ein heftiges Nasenbluten, nebig zu. So, und hier vorne, hier ist das Seil, war das da? Chronologie. Oh, nein! Die haben hier den Jungen angekettet? Okay. Ihr Schweine! Und jetzt sollst du die Reihenfolge festlegen, okay? Naja, okay, gut. Dann würde ich sagen, er hat den Jungen hier festgemacht. Ja. Eins. Okay. Soll ich das jetzt besteht hier noch? Nee. Okay, man muss so durchklicken. So, dann, ach du meine Nase. Ja. Weil, was ist das? Also, das sieht aus, als ob er, weil da die Beine ja abgetrennt sind, als ob er hierher getaumelt ist, nachdem er den Stein gegen den Kopf bekommen hat. Wenn das Nummer 1 ist, dann müsste Nummer 2 entweder der Stein sein, wo der Typ den Stein holt. Naja, aber, okay, woher weiß denn der Typ das? Woher weiß er denn, dass er jetzt hier einen Stein braucht? Wir probieren es einfach mal. 2. Dann wäre das 3. Den spricht er ihn jetzt hier an. Genau. Ey, Freundchen, ich hab da gesehen, da vorne hast du gerade ein Kind an der Gleise festgebunden. Das ist nicht in Ordnung. So, daraufhin hat er hier eh nee, Koffer gekriegt? Nee, das ist auch Quatsch. Nee, gekoffert hat einer bekommen, ist aber dahin getaumelt, wahrscheinlich wegen der Gehirnerschütterung, keine Ahnung, Pipapo oder ja, Trance, so mäßig. Ja, man sieht hier aber noch keine Wunde, oder? Nee, aber er hält sich ja den Kopf. Weißt du? Okay, gut, dann hält er sich hier den Kopf. Dann wird er überfahren, weil er sich den Kopf hält und so ein bisschen rumtaumelt. Okay. Und im Anschluss macht er nochmal den Sack zu, oder was? So nach dem Motto. Er hat ihn quasi mit der Kurbel noch erschlagen, oder was? Ja. Zusätzlich dann. Okay. Und visualisieren. Listen to me. We can destroy it. I know how. You can't destroy it, Ethan. You can't destroy time. And that's what he is. He is forever. Hm.
Hm, das ist aber ein schöner Stein. Den nehme ich mir mit. Das ist mein Lieblingsstein jetzt. Damit Steine. Honey, I wish there was another way. Was? Travis, tell me where Ethan is. Now. I'm giving the sleeper what he wants. What all of us want. Schläfer das, was er verlangt, was? You need to go home. Und drei des Atomkids. Okay, er kann sich befreien. Oh, das muss jetzt aber nicht gezeigt werden, oder? Natürlich. Oh, ihr habt dem Mann ein Pflaster. Ethan, run, goddammit. Go! Get out of here! Travis, close your eyes. Ist ja gut. Ich glaube, er hat es geschafft. Aber er hat es gerade noch so fürsorglich, als wenn er das ja nicht wollte. Nee. Warum spricht er auch mit dem Ethan wie, ja, du bist der Schläfer? Weil, also, ist das eine Familie? Also, sind die alle verwandt miteinander? Nein, echt? Ist das eine Chuzpe? Ist das eine Suppe? Er sah jetzt aus, als ob er hier oder Opa ist, sag ich jetzt mal. Der andere irgendwie der Bruder von Ethan? Warum auch immer er Ethan ankettet und überfahren will mit der Lok? Oh, jetzt bin ich in der Traum... Oh, warte mal. Hier, ist das jetzt hier vorne? Hier ist er gerade hier hin? Habt ihr gesehen, da ist er noch runtergegangen am Strand. Ach, oder? Wahrscheinlich wegen dem Verstecken der Kurbel. Nee, hier, guck mal hier. Ja, ja, aber der hat doch das Ding... Es wurde ein Opa. Oh Gott. I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no. I can't let you do that.